Servus Leute, hier Tierwex von ACF2. Heute mit dem Review von der M1911 A1 von KJ Works. Made in Taiwan. Jo, geprüft von GSG und gekauft von Software Sektor. So, Preisklasse 169 Euro. Zur Waffe. Hatte original Markings hier dran, also das ist übelst geil. Sehr robust verarbeitet, alles aus Metall. Aus was nicht Metall ist, ist die Griffschalen. 0,9 Joule. Reichweite ist ungefähr 20 Meter, das zeigen wir später. Und Gewicht 800 Gramm. Das F5-Eck findet sich hinten. Und ja, liegt sehr gut in der Hand. So, kommen wir zum Magazin. Das Magazin. Ein Stück kostet 40 Euro. Ganz normal mit Gasbefüllung hier. Gas nennen wir Green Gas oder Ultra Power Soft Air Gas. Man kann auch für die KJW Magazine Propangas nehmen oder Feuerzeug Gas. Aber ein Feuerzeuggas sage ich vorsichtig, da muss man sich immer vorher ein bisschen auskennen, sonst ist das, kann das alles in die Ohren. Bei billigen Soft Airs will ich nicht nutzen. So, Magazin. 40 Euro Stück, wie gesagt. Kugeln. Komplette Kapazität 25 Schuss. Mit den Gasbefüllung sind es aber leider nur 15 Schuss maximal oder 12 Schuss. 12 Schuss dann im Winter, wenn die Waffe eh so streckt. So, Magazin befüllen tun wir mit dem Quick Loader. Ganz einfach. Einfach nur den Schlitten nach hinten, das nach hinten ziehen, die Feder spannen und mit dem Quick Loader, zack, hier. Die Kugeln befüllen. Oder, andere Methode, nach hinten ziehen, nach unten fallen lassen die Kugeln und von vorne alle einzeln reinmachen. Gut, wer daran Spaß hat, der soll es machen. Alles klar. Befüllen tun wir das Magazin mit dem Gas, wie gesagt. Das ist ein leeres Magazin, keine Angst. Flasche hinten rein. 4 Sekunden drücken. Magazin voll. Jo. Geladen. So, zum Zerlegen der Waffe, den Schlitten nach hinten ziehen, bis zur ersten Einkerbung, dann haltet ihr das fest, drückt den Knopf hier rein, dann kommt das Teil hier vorne raus, einfach mit den Fingern rausziehen, so, Schlitten abziehen, dann hier vorne den Knopf reindrücken, das Teil nach drehen, zur Seite, abziehen, dann nehmt ihr die Feder hier ab, ein bisschen schwierig. Feder raus. So. Und jetzt noch das ganze, den ganzen Lauf nach vorne durchschieben, rausschieben. So, jetzt habt ihr das Hubabsystem hier und könnt den Lauf reinigen. Zusammensetzen, genau das gleiche. Schlitten, wieder vorne, von vorne reinschieben. So. Dann nehmt ihr die Halterung hier, die Feder rein und spannt bis hinten, so. Dann macht ihr das Teil hier vorne wieder rein, also einfach nur von rechts runter drücken, ne, von links, von rechts, genau, reindrücken, vorschieben und dann bis es klickt, wunderschön. Waffe wieder draufziehen, Schlitten draufziehen, das ist ein bisschen schwierig. So, dann Schlitten nach hinten ziehen, festhalten, reinstecken und genau reindrücken das Teil wieder und fertig ist das Ding. Gesichert. Schön. Schusstest mit der M1911 aus 20 Metern Entfernung. Magazin rein, durchladen und Schuss fertig. Treffsicher auf 20 Meter. Extrem treffsicher. Das waren 20 Metern. Jetzt der Schusstest aus 40 Metern. Treffsicher wird sie einigermaßen sein. Allerdings, der Kameramann, den schicke ich jetzt nämlich gleich nach vorne, weil ihr seht die Schüsse eh nicht mehr. Das sind 40 Meter. Da ist das Ziel.